So, dann gucken wir doch mal, was in der Schatzkiste da drin ist. Wenn wir schon so eine hier haben. Na. Nur Müll. Okay, dort haben wir noch... Davon gibt es noch mehr! Eigentlich ist es so voll chillig zu spielen. Man sucht sich irgendwo eine Ecke aus, geht in Deckung und lässt den Begleiter die Arbeit machen, während man drauf ballert. Plündern auf 66. Yay, da machen wir auch große Fortschritte. Mir wäre es zwar lieber, wenn wir beim Hacken solche Fortschritte machen würden, aber mein Gott, man kann halt nicht alles haben. Schade. Schön ist, dass die normalen Mobs auf dem Boden liegen bleiben und dass man dann erstmal so ein bisschen gemütlich drauf rumhacken kann. Was habe ich eigentlich hier aus der List? Hier. Nichts Gescheites. Was war jetzt eigentlich das Ende der Bonusbesieger? Die Justikare 45. Ach, das sind hier andere Justikare als da. Ah, verstehe. Und was habe ich jetzt? Jetzt habe ich doch bestimmt noch eine End. Hier bekommt er schon wieder so eine Schatztruhe. Die werden wir uns auf jeden Fall auch schnappen, aber dort ist jetzt erstmal was richtig Böses. Dann schauen wir doch mal. Dass ich halt ein bisschen näher dran komme, dass ich halt auch auf dem mit dem Vitalschuss angreifen kann hier. Mit dem Schnellschuss. Na, bin ich nur noch tot, bevor mein Begleiter tot ist. Ja. Sehr schön. Wieder nichts Außergewöhnliches drin. Ein paar Armschienen. So, die Quest sollten wir damit fertig haben. Armschienen, Ausdauer, List. Mehr List, weniger Ausdauer. Ja, die nehme ich. So, damit wären wir in der Ecke jetzt fertig. Was heißt das nächste? Das wäre jetzt in der Richtung. Die müssen wir uns auch noch irgendwann kümmern. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, hier ist auch noch was zu looten. Ah, was zu hacken. Ja, wenn man so jetzt den direkten Vergleich nimmt, da ich ja gestern auch WoW Let's Played habe. So, der direkte Vergleich, es levelt sich hier wirklich durch die langen Laufwege und Dialoge wesentlich zäher. Besonders fehlen noch die Boni. Ich sag mal, das Vermächtnissystem ist gut und schön. Aber dadurch, dass man bei jedem Schar quasi die Boni kaufen muss, neu, ist das verdammt kostspielig und lohnt sich so auch gar nicht. Ich kann das ja nochmal zeigen, das sind hier die Charaktervorteile, das muss man sich hier alles quasi selbst kaufen. Und hier 2% Erfahrung durch Besiegen von Gegnern in Flashpoints für 20.000. Oder hier gab es auch irgendwo Erfahrung durch Erkunden, 2% nur und dafür 10.000 zahlen? Ich meine, auf den Level hat man nicht mal so viel. Da... Wenn man dann das Geld hat, ist der Schaden auch schon groß genug, dass sich die 2% nicht mehr auszahlen. Vor allem 2%, hallo?
In WoW kriege ich ihn, wenn ich in eine Gilde gehe, mal schnell 10% geschenkt. Das Level-Equip kann ich auf jeden beliebigen Char übertragen. Demnach muss man wirklich sagen, das System hier ist sehr ungünstig gelöst. Also, Erleichterung fürs Leveln eher nicht. Vielleicht, wenn neuer Content rauskommt für den Main-Char, dass dafür eine Erleichterung geschaffen ist. Aber das kann es ja auch nicht sein, dass wenn neuer Content kommt, dass man da gleich schneller levelt. Wenn man genug Kohle hat. Na. Ja, diese Typen, die da so nach vorne stürmen, die gehen einen dann doch ganz schön auf den Sack. So. Für euch tue ich doch alles, Ken. Sehr schön. Schnell sich meine Energie immer ablädt. Na gut, selbst schuld, ich könnte sie nach jedem Trash-Kopf auch wieder aufladen. Das würde natürlich auch gehen. Würde nur halt länger dauern. Okay, ihr seid wieder gelb. So, dann wollen wir doch mal mit diesem Aufzug fahren. In den Wartungsbereich. Und dort warten wir jetzt. Atmosphäre. Sind die rot? Nein, die sind grün. Ja, kommt. Das kippe ich jetzt einfach mal. Es ist kein Geheimnis, warum ich hier bin. So einen Blödsinn muss ich mir nicht anhören. Da hilft wohl nur eine aggressive Depopulation. Die Galaxis ist ein gefährlicher Ort. Gebt mir einfach das Gerät oder ihr werdet alle sterben. Oh, jetzt mache ich mich richtig unbeliebt bei meinen. Ah, wir hatten ja dafür abgestimmt, dass wir eher auf Dunkel spielen. Ja, 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 quietsch woanders. Das musste ich mir jetzt nicht wirklich antun, dass wir uns das Gequietsche anhören. So, das war's hier. Eine Quest wieder fertig. Ja. So. Zwei Folgen habe ich noch Zeit. Dann muss ich weg. Mal gucken, ob wir das Level wenigstens noch fertig kriegen. Ansonsten haben wir uns natürlich ein bisschen weiter nach vorn bewegt. Und ich werde wahrscheinlich jetzt mal gucken, dass ich ein bisschen häufiger auch dazu komme, wieder Star Wars The Old Republic aufzunehmen. Vielleicht, dass wir da doch im Monat eine Aufnahme haben, das heißt so 1,5 bis 2 Stunden. Auf 10 Minuten geschnitten sind das 10 Folgen im Monat. Da ist doch zumindest wieder mal etwas mit drin, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Ich sag mal, MMOs nehme ich eher als Lückenbüßer eher. Im Endeffekt, ich sag mal, MMOs sind endlos. Man kann sie nicht wirklich durchletsplayen. Genau wie Minecraft. Und da wir eigentlich schon Minecraft so als endlos Game haben, brauchen wir eigentlich kein zweites. Sieht so aus, als würden die Justikari ihr Gebiet vergrößern. So, hier müssen wir besorge Sicherheitsgürtel. Na gut. Ja, mal gucken. Na, alle zu weit weg hier. So. Schön, dieses Massenlooten, das macht richtig Freude. Haben wir jetzt schon so einen doofen Gürtel? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet.
Sieht aber nicht so aus. Eieiei. Der haut böse raus hier. Naja, er hat böse rausgehauen. Ah, und da ist auch ein Quest-Item drin. Yay! Was sollen wir jetzt machen? Zerstöre den Feldgenerator. Ah, guck mal, da können wir hacken. Ist doch zum Hacken. Ja, ist zum Hacken. Sieht nur so anders aus als die anderen. So. Hier mache ich jetzt einfach mal eine Vergrößerung. Die 5000 erübrigen wir dafür. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine, dass dieses System eigentlich zum Twinken ziemlich unsinnig ist. Außer man schickt den Twink massig Geld. Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ah, die zählen jetzt wieder hier die Justikara. So, aber das Level up kriegen wir trotzdem noch. Würde ich mal sagen. Ah, nochmal hacken. Hack mal schön, Junge. So. 101 immerhin. Ich finde das sowieso lustiger, wenn man die Sachen irgendwie durch besondere Achievements oder so freischalten könnte. Anstatt jetzt durch, bring mir so und so viel Geld. Ah, ich mag das, wenn sie doppelt ist. Habe ich da eigentlich auch für Talente, die mir später meine Bomben verstärken, oder ist das ein anderer Talentbaum? Ja, für die Bomben hätte ich, glaube ich, das hier skillen müssen. Naja. Wir können ja jederzeit umskillen. Leider können wir ja die Talent-Spezialisierung nicht nochmal wechseln. So. Wo jetzt? Da lang.